Tag auch. Danke, 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 danke. Für die weit über 200 Abos, über 140.000, die sich das angesehen haben, was der Medienkanzler und jetzt als Spielfigur Ekelheinz so on air gestellt hat. Ich muss was Ernstes sagen. Danke, 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 auch bei Facebook. 2x4.500 Freunde. Finde ich super. Ein Joko Winterscheid bekommt 500.000 Klicks. Ich bekam 2x4.500 Freunde. Ja, ist auch was. Euer Ekelheinz sagt Danke. Du Spacko, du Honk, du Vollpfosten, was du da wieder drunter schreibst, ist doch klar, dass nichts anderes in deiner Hohlbirne ist. Du weißt ja noch nicht einmal, wie doof geschrieben wird. D.O.V. Dauernd ohne Verstand. Ja, du bist döver wie doof. Du glaubst ja noch an Stan Laurel und Oliver Hardy. Die Zeiten sind auch vorbei. Schwarz-Weiß schon lange. Es ist alles in Farbe. Das musste jetzt am Rande auch mal gesagt werden. Ja, ich bin schließlich der Ekelheinz und ich räume auf. Ich habe die Schnauze so voll von dem ganzen Zeug, was online ist. Online bedeutet Spaß haben, Spaß verbreiten, sich unterhalten und nicht das scheiß Reale. Pegida von der frigiden Frigida. Boah, Leute, das Internet ist doch nicht da, um politische Scheiße zu verbreiten. Dann könnt ihr Real machen. Da mache ich die Fenster zu, damit der Gestank nicht reinkommt. Ja, hier habe ich einen roten Schalter, den solltest du auch benutzen. Wenn dir das hier nicht gefällt, du Willi. Ja, du Spacko. Ja, du Vollpfosten. Lern doch erstmal schreiben. Ach, der Typ im Bademantel mit den Haaren nach oben. Ja, wie sieht der denn aus? Junge, das ist eine Kunstfigur. Verstehst du das? Eine Kunstfigur. Eine Kunstfigur muss entwickelt werden. Eine Kunstfigur entsteht. Eine Kunstfigur muss am Erhalten bleiben. Ja, weil das nicht verstehst, du Vollpfosten. Du Spacko, du Troll. Ja, er trollt sich ja nur noch alles im Netz, anstatt ordnungsgemäß mal drüber nachzudenken. Ja, das kannst du nämlich auch nicht. Ja, alle zwei Jahre geht ein Auto zum TÜV, darf aber 24 Monaten total verrostet überall rumfahren, darf sich nur nicht erwischen lassen. Aber du Spacko, du Hartz-IV-Arsch, du gehst alle 6 Monate zum Amt und musst dich alle Monate unterprüfen lassen. Ja, du musst dich prüfen lassen, ob du nicht tauglich bist. Jeden Monat, jede Stunde, jeden Tag. Aber so ein Auto, 24 Monate, brettert überall hin. Und wenn du Bock hast, fährst du in der Menschenmenge. Sieht man doch am Flugzeug. Rabum, rabum. Ach, ich habe jetzt Bock darauf. Gib mal Gas. Ja, das war's.